Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch und zu einer krassen Story von gestern Nacht. Also eine krasse Story ist jetzt nicht, aber ich muss euch einfach mal erzählen, wie edel es gestern war. Vor allem eben, dass die Bescheid wissen, die nicht da waren. Ja? Wir haben ja gestern wieder gestreamt. Der Freitagstream ist ja meistens eh so, dass er ausartet. Oh, da kommt jemand. Vorsicht, Monsieur. Übrigens ist er erst Spielstart, ne, bei denen hier. Also die haben jetzt ganz frisch angefangen. Ja, nur mal so nebenbei noch. Da ist noch nicht viel passiert. Warm-up ist es sogar noch. Warm-up ist es erst. Der Freitagstream ist ja meistens... er unterscheidet sich von den normalen Streams, die dienstags und donnerstags stattfinden, weil wir ja da halt viel länger spielen, freitags. Viel später anfangen und auch viel tiefer in die Nacht hineinzocken. Und da gibt es halt immer wieder verschiedenste Sachen, die dann halt passieren, ne? Wenn man ewig lange wach ist. Und in der Nacht sind dann so Dinge, dass man alles schlaftrunkenerweise lustig findet und hin und her und so fort. Und eben irgendwie auch wilder wird. Und gestern ging es dann kurz, es war noch gar nicht so spät, ging es dann darum, warum ich nicht eigentlich mal wieder so einen Schluck Uso trinken, warum kein Uso da überhaupt da habe. Und da habe ich gesagt, ja gut, eigentlich können wir ja wirklich feiern. Wir haben jetzt ja wieder einen Abo-Stand geknackt. Also wir waren gestern bei 145 und ich gesagt, komm, weil ich am letzten Mal auch den Uso geholt habe, wenn wir diese X-Abo-Zahlen erreicht haben und alle halt gemeint haben, das müssen wir feiern, habe ich dann gestern auch wieder gemacht. Und dann haben dann einige eben mitgemacht. Natürlich alle verantwortungsvoll und über 18, das ist ganz klar. Ja, das sage ich auch hier im vollen Ernst. Und wir haben dann Videos geschaut, lustige Videos. Und scheinbar haben sich dann einige Individuen im Teamspeak zusammengefunden und haben ein Trinkspiel gemacht. Alter Falter, der war gerade am Fallen, ne? Wie auch leckt jedes Mal. Guck mal, er leckt vor jedem Schuss. Achtung, leck, schon wieder. Was ist das für eine Schweinerei, Monsieur? Vor jedem Schuss leckt er, kurz. So eine Sekunde davor. Eben ist da sogar die Animation stehen geblieben. Achtung, ich warte auf den Le- Na, halbe Sekunde fast. Passt bitte auch trotzdem gut auf hier, ne? Was passiert? Ihr wisst Bescheid, ihr könnt abstimmen, was ihr wohl gedacht habt und das vor allem auch in die Kommentare schreiben und dann wird er verurteilt, der Sack. Ich bilde mir natürlich auch mein Urteil über diesen gesamten Fall. Die waren im Teamspiel und haben ein Trinkspiel gemacht und zwar haben sie gesagt, immer wenn ich ein Video anhalte oder pausiere, dann trinken sie. Das ist auch irgendwann zu mir durchgesickert. Aber nur die Hälfte. Also ich dachte, wenn ich anhalte, dann trinken sie wohl kurz. Aber dann war es so, das war aber dann sehr spät. Also ein paar Leute waren schon wirklich richtig gut dabei. Das war dann so, dass solange, also so habe ich es dann verstanden, solange ich pausiert habe, wurde halt getrunken. Und einige haben sich da wirklich zugejuckelt. Natürlich jetzt nicht ultimativ schlimm oder sowas. Ich war zwei, dreimal dann auch mit im Teamspeak dabei und hab mal reingehört, wie es so geht und alle so... Das war eine coole Sache, hat echt Bock gemacht, war ein schöner Abend. Also wir haben so viel gelacht wie schon lange nicht mehr, gerade halt eben... Ich glaube, wir haben am Ende 3 Stunden lang Videos geschaut oder 3,5, 4 oder so. Ja, und haben einfach gehasselt, was das Zeug hält. Ich habe dann noch gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, jetzt ein Video hinzubekommen. Ich war natürlich nicht zu geballert, ich habe die Verantwortung, ja. Hab 3 kleine Gläserchen Uso getrunken, davor natürlich gut gegessen, also das war alles im Lot. Die Schlaftrunkenheit war dann irgendwann so, ne, dieses war dann natürlich am Start, dann so um 5 oder so, oder 4:30. Wir haben, glaube ich, bis um 4:45 haben wir gemacht. Meine Augen brennen auch noch ein bisschen, weil ich auch nur dann 4 Stunden geschlafen habe. Dann ging es für mich auch schon wieder raus. Und ja, aber es war halt einfach echt eine krasse Sache. Also wir haben reingeballert, was das Zeug hält. Ultra lustige Videos geschaut, lustige Lieder gehört und sind wieder, denke ich, auch um einige Meter näher zusammengerückt. Ne? Es waren auch generell neue Leute da gestern im Stream, also von Anfang an schon, während wir Counter-Strike gespielt haben. Wir haben natürlich die ersten 4 Stunden Counter-Strike gespielt und haben 4 Matchmaking gemacht. Ein Low, ein High und 2 Interne. Und ja, hat natürlich auch ultimativ Bock gemacht, wir sind da schon ordentlich abgegangen und dann später halt richtig versackt mit dem Alkohol. Das war echt krass, also und dann das wenige Schlafen, alle meine Augen brennen so dermaßen krass. Wir haben heute halt auch viel gemacht, direkt waren unterwegs, das war dann keine so kluge Idee, vor einem sehr produktiven Tag die Nacht zum Tag zu machen. Aber ja, ich habe es jetzt doch geschafft, es ist zwar halt 9, jetzt würde ich das ja aufnehmen, aber lieber spät als nie, würde ich sagen. Ich will auf jeden Fall gucken, dass ich jeden Tag ein Video hinpresse und gerade das wollte ich euch eh sagen. Also ich habe überlegt, wie ich es mache, am besten von wegen, hey, übrigens geiler Stream gestern.
Und ja, natürlich ist ein Overwatch da optimal, um irgendwas drüber zu labern, weil ich selbst nichts machen muss, ne? Es läuft ja einfach nur. Was würdet ihr übrigens an der Stelle sagen? Hm, er dreht sich schon mal nicht, ist ja ganz angenehm. Aber andere Sachen sind am Start oder nicht? Muss er mal schauen. Wir haben heute einen Anhänger abgeholt, also wir haben jetzt auch einen Anhänger, was sehr, sehr cool ist für die Mofa-Geschichte. Ich habe da schon was Leckeres im Auge. Möglicherweise kriegen die Mofas Zuwachs. Die Videos starten jetzt auch wirklich, wirklich. Ich habe schon einige Aufnahmen auf der Kamera, jetzt kam halt auch das scheiß Wetter dazwischen. Ich wollte eigentlich mit einer schönen Ausfahrt anfangen, ne? Solche Teile fängt man ja meistens damit an, dass man die Mofas erstmal zeigt und dann einfach mal ausfährt, ne? Mit schöner Musik und Impressionen vom Land und pipapo. Und jetzt ist halt so scheiß Wetter hier, das ist Wahnsinn. Also stürmisch, pissig, es hagelt, es regnet, behindert. Seit 2 Tagen, seit 3 Tagen. Heute war es kurz ein bisschen schön, aber da, also wir haben jetzt halt den Anhänger abgeholt. Naja, und da bin ich jetzt gerade dabei, zu gucken, ob ich da noch ein, beziehungsweise 2, 1,5 Mofas dazu hole, und zwar ein Kreidler, eine alte Kreidler-Maschine. Eine, die noch komplett ist, mit Motor und allem drum und dann, also ein Mofa, das natürlich nicht fährt, aber mal gucken, was sich da machen lässt. Und dann nochmal ein Rahmen dazu. Das ist ja schon mal echt nicht schlecht. Und der Preis ist auch recht schnucklig, von daher denke ich, werde ich da zugreifen und dann auch diesen Anhänger einweihen. Ja, einige, die mich länger kennen, wissen auch, dass wir hier auch sehr viel Grün haben, sehr viel Grünzeug. Und das wurde jetzt echt langsam mal Zeit, dass wir das Zeug wegfahren können mit dem Anhänger, weil ich das jetzt immer in mein Auto gepackt habe. Mein Auto ist halt das alte Ding, ne? Mein Hyundai, der ist wie alt, 22 Jahre oder sowas, die alte Scharuppe. Und mit dem haben wir schon so einiges dumm Zeug gemacht, oder beziehungsweise nicht dumm Zeug, aber halt, ne? Einfach mal hinten alles voll mit Grünabschnitt, ne? Das macht jetzt ja nicht jeder, sein Auto einfach vollladen und komplett dreckig machen mit Scheiß, Harz läuft da rein und so weiter. Auch bei einem Geburtstag haben wir schon mit meinem Auto Holz geholt, sind wir einfach in wirklich unwegsames Gelände, Holz eingeladen hinten, einer sitzt hinten, hält's fest und der andere fährt, so Zeug. Aber jetzt ist endlich ein Anhänger da, um eben gescheit den Kram wegfahren zu können und auch gescheit einen Mofa ranholen zu können. Ne? Das wird auch das erste Projekt, das erste Herricht-Projekt, und für mich halt ganz spannend, weil ich an Kreidler-Maschinen jetzt noch nichts gemacht habe. Ich habe mich jetzt für Herkules ziemlich gut eingelesen, ich kann da schon sehr, sehr viel machen, aber halt noch nicht alles. Also ich muss mir noch die Kupplungssache angucken, naja, hin und her. Das seht ihr ja dann, Leute. Was ist hier wohl geschehen? Hat er angehabt? Ja, nein. Und falls ja, was hat er angehabt? Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Wir sehen uns dann im morgigen Video wieder, also am Sonntag. Und dann live spätestens wieder halt am Dienstag. Vielleicht mache ich davor nochmal einen Livestream. Ich habe so einige Sachen am Start, die ich gerne mal durchhasseln würde in so einem XY-Livestream. Anmachen und dann wird nur das gemacht. Bis zum Ende. Batsch. So, muss ich gucken, ob ich das vor Dienstag noch schaffe. Ja, ich muss auch noch meine komische Arbeit da schreiben, dieses wissenschaftliche Schriftstück da, die Ausfertigung oder Ausarbeitung, das muss ich auch noch machen. Aber spätestens, wenn das abgegeben ist, das ist am 28. durch, spätestens dann wird gebollert, Alter. Valerio. Okay, Leute. Haut rein, ciao, ciao.